Wie vermeidet man Hitze im Van? Alle Leute fragen immer, was wir machen, wenn es regnet. Dann sind wir halt drin. Aber Hitze bekommt man kaum aus dem Van raus. Also hier ein paar meiner Tipps. Ich glaube, das erste ist schon am logischsten, einfach beide Türen aufmachen, damit man einen Luftzug hat. Zweitens, es gibt so Mini-Ventilatoren. Ich glaube, die kosten bis zu 30 Euro. Wir haben uns auch so ein Ding geholt. Drittens, Scheiben abdunkeln. Es gibt für jedes Auto eine passende Option. Wir haben die Low-Budget-Option. Wir nehmen einfach Handtücher und benutzen unsere Magneten und machen die dann damit an der Karosserie fest. Viertens, manchmal ist man an Orten, da ist wirklich kein Schatten. Und manchmal ist es dann auch so heiß, dass die Laptops einfach überhitzen und wir nicht mehr arbeiten können. In solchen Situationen ist es vielleicht schlau, doch einfach auf den Campingplatz zu gehen, wo man auch Schattenplätze hat. Fünftens, früh aufstellen, versuchen alles morgens zu erledigen, wenn es noch nicht so heiß ist. Vielleicht sich so ein Mückennetz holen, wenn man versucht, abends zu lüften. Das haben wir noch nicht, müssen wir uns aber auf jeden Fall noch zulegen. Ansonsten kann es gut sein, dass man mal ein bisschen Besuch von Moskitos bekommt.